So, Facebook beziehungsweise YouTube läuft. Facebook kommt gleich. Jawohl. So, jetzt auf beiden Kanälen live. Herzlich willkommen hier zum Livestream, im letzten Livestream von diesem Jahr, 30. Dezember, 12 Uhr, pünktlich gestartet mit dem Thema, wie du auf Facebook im 2020 garantiert mehr Reichweite generieren wirst. Nicht nur mehr Reichweite, sondern auch organische Reichweite. Vielleicht der eine oder andere, der jetzt gerade zuschaut, kurz die Info von deiner Seite aus. Hörst du mich? Siehst du mich? Alles in Ordnung mit dem Livestream? Bitte um kurze Kommentare, kurz melden, damit man das hier natürlich auch gut über die Bühne bringen kann, so vom letzten Jahr. Falls man übrigens ein Rauschen im Hintergrund hört, das ist mein Ersatzlaptop. Ich bin überhaupt nicht zufrieden damit. Das kostet 1000 Franken mehr als das, was derzeit in Reparatur ist. Und macht aber viel mehr Krach als das, was ich jetzt habe. Deswegen, falls es im Hintergrund mal ein bisschen rauscht, kein Problem. Ist mein Laptop, was hier definitiv sagt, du, ich bin zu heiß, ich brauche ein bisschen Luft. Ne? Und ich kühle von unten her auch noch. Das heißt, ja, da gibt es halt ein bisschen was. Okay, du musst die Lautsprecher auf Anschlag drehen. Dann mache ich das mal kurz so. Lieber Jörg, dreh deine Lautsprecher wieder zurück, weil ich ändere jetzt kurz eine Einstellung. Es könnte allerdings sein, dass ich jetzt mit etwas mehr Rauschen unterwegs bin. So, dann schauen wir noch mal die Lautsprecher, ob das jetzt für dich besser ist, lieber Jörg. Also dran denken, ne? Lautsprecher zurückstellen. Nicht, dass es dir jetzt das Gehör verschlägt. So, auf YouTube habe ich bisher keine Rückmeldung erhalten bezüglich des Tones und des Bildes. Ich sehe aber, dass mein Bild vorhanden ist, mein Ton ist auch vorhanden. Und ja, jetzt sehe ich gerade, dass auf meiner Kamera noch die Batterie kommt. Das heißt, ich werde wohl oder übel jetzt noch ganz kurz diese Batterie wechseln müssen. So. So, dann bin ich jetzt auch wieder live mit der Kamera. Ne? Komischerweise war das vorher nicht so. Ich habe die Batterie komplett geladen, ist allerdings eine meiner ersten Batterien von dieser Kamera. Könnte also durchaus möglich sein, dass da ein Problem besteht. Gut, dann hoffe ich jetzt, dass jeder mich hört und mich sieht und dann kann ich ja beginnen. Es geht wie gesagt um die organische, vor allem organische Reichweite bei Facebook. Da gibt es ja tausende von Möglichkeiten, die man nutzen kann. Es gibt auch tausende von Möglichkeiten, die man mit Geld bezahlen kann. Das ist auch ein Punkt davon. Und der funktioniert relativ gut, auch bei meinen Kunden. Ich habe da konkret einen Kunde, den LKW-Treff aus der Ostschweiz, wo ich letztes Jahr schon
mit relevantem Content eine Reichweite generiert habe von 300, 400, 500% teilweise pro Beitrag. Also wir haben da gute 2000 Fans gehabt zu Beginn und dann kamen innerhalb von 3 Tagen 300 neue Fans dazu. Man muss allerdings sagen, dieser Kanal lag brach. Das heißt, dieser Kanal, den gab es eigentlich soweit gar nicht mehr. Der hatte irgendwo mal 1950 Fans oder so, als ich begonnen habe. Und deswegen auch aus der Erfahrung heraus, das hat nämlich schon letztes Jahr funktioniert, beziehungsweise in diesem Jahr. Und alles, was ich euch jetzt noch sage, wird auch selbstverständlich in diesem Jahr noch funktionieren. So, zum Thema der organischen Reichweite gibt es halt vor allem ein Thema, nämlich die Relevanz. Das heißt, wenn ich einen Kanal habe, der sich um Katzen beschäftigt, mit dem Thema der Katzen sich auseinandersetzt und so weiter, dann macht es vielleicht nicht so viel Sinn, wenn ich da Videos publiziere mit Hunden, sondern eher mit Katzen. Und darum geht es eigentlich auch. Das ist so der Hauptgrund, warum, dass die organische Reichweite nicht funktioniert auf Facebook, weil man schlicht und ergreifend viel zu wenig Content liefert, der relevant für die Zielgruppe ist. Das heißt, die Zielgruppe sollte damit befeuert werden, damit entsprechend verarbeitet werden mit Content, der für sie relevant ist. Ich könnte da jetzt etliche Beispiele machen. Ich nehme gern das vom LKW-Treff auf. Da geht es halt darum, beim Event oder vor Ort und auch vorher schon wirklich zielgruppenrelevanten Content zu bilden. Selbst natürlich auch Videos zu machen bei einem Event vor Ort oder eben auch von sich selbst, wenn man mit einem Thema zu tun hat, zum Beispiel Fotograf ist, dass man mal die Arbeit zeigt oder mal eine Kamera in die Hand nimmt und sagt, ja, man kann jetzt die so und so einstellen, da gibt es dies und jenes Bild. Und das ist dann relevanter Content für die Gruppe bzw. für die Fans auf der Fanseite. Natürlich. Wer halt noch Altlasten hat, der sollte diese Altlasten ein bisschen eliminieren. Das kann man auch machen. Man kann nämlich Fans aus der Fanseite entfernen. Mit Altlasten meine ich vor allem, dass man zum Beispiel Leute eingeladen hat aus der eigenen Freundesliste von sich privat, ob das dann wirklich die richtigen Personen sind, die relevanten Content wirklich auch mögen von deiner Seite her. Das bleibe mal dahingestellt. Altlasten können auch sein, wenn man zum Beispiel, das gibt es ja auch immer noch, ein Profil in eine Fanseite umgewandelt hat, weil mehr als 5000 Leute gibt es beim Profil halt einfach nicht auf der Freundesliste. Und mal ganz ehrlich, wer kennt schon in Real Life 5000 Freunde? Also, mein erster Tipp ist definitiv, relevanten Content zu erstellen zu der Zielgruppe. Man kann die Zielgruppe auch mal fragen, was denn relevanter Content ist. Man kann eine Umfrage starten und dann zum Beispiel hingehen und sagen, hey, welchen Content hättest du gerne in den letzten 2, 3 Monaten von mir? Ist es lieber dieses Thema oder etwas mehr drumherum? Meine Güte, dieses Laptop nervt. Echt. Ganz schlimm mit diesem Ventilator. Aber naja, ich hoffe, ich bekomme bald mein neues Laptop bzw. mein repariertes Laptop zurück. Und mit diesem relevanten Content kannst du dann auch noch ganz andere Dinge machen. Und das führt mich nämlich zum zweiten Tipp. Der hat jetzt nicht direkt mit organischer Reichweite zu tun, aber auch, weil es gibt nämlich eine Möglichkeit, wie du mit ein bisschen Geld, nicht so viel Geld, sondern ein bisschen Geld in Reichweite investieren kannst. Man muss ja auf Facebook nicht auf Deutsch gesagt alles in den Arsch schieben, aber man kann bei gewissen Personen, gewissen Fanseiten auch wirklich mal einen kleinen Push machen. Kleines Beispiel, da ging es jetzt nicht um die Reichweite, sondern vor allem um Tickets zu verkaufen für die Stellplätze beim LKW-Treff. Ich habe da also 50 Franken investiert für einen Beitrag, den ich gemacht habe und für die Veranstaltung zu bewerben, also insgesamt 50 Franken. Wir haben damit innerhalb von einer guten Woche über 80 Tickets direkt verkauft. Also das ging dann auch ziemlich schnell. Das waren 50 Franken, also Return on Investment definitiv da, Return on Ad Spend definitiv auch.
Man konnte also nachvollziehen, dass alles über Facebook und Instagram lief mit diesem Ticketverkauf. Und das ist eben ein weiterer Tipp, den ich dir abgeben kann. Und dazu gehen wir jetzt mal kurz ins Screensharing rein, nämlich hier, das ist meine Test-Fan-Seite, also bitte nicht Fan werden von Hans Wasairi, sondern das ist meine Test-Fan-Seite, wo ich alles teste. Und hier habe ich mal einen Beitrag erstellt. Jetzt könnte es natürlich sein, dass dieser Beitrag, den ich hier erstellt habe, zum Beispiel ein Video auch sein könnte. Hier ist es jetzt ein Bild, ein Printscreen aus meinem Digitalbereich, den ich aufgebaut habe mit verschiedenen Videos und auch Kursen, die ich digital anbiete. Das wird 2020 übrigens noch ausgebaut. Und hier geht es darum, dass man mal nachschaut, wie viel Reichweite dieser Beitrag generiert hat. Das steht meistens dann hier. Und wenn man sieht, okay, dieser Beitrag hat zum Beispiel, sagen wir mal so 20-30% mehr Reichweite erzielt als alle anderen, dann könnte man theoretisch hier diesen Beitrag bewerben, Button anklicken und diese Bewerbung starten. Davon rate ich aber definitiv ab. Was man jetzt jedoch machen kann, ist einen bereits guten Beitrag erneut bewerben, und zwar über den Werbeanzeigenmanager. Ich bin hier in meinem Business Manager drin und erstelle mal eine kurze Anzeige. Ganz rudimentär übrigens, also ich erkläre jetzt nicht im kleinsten Detail, wie das funktioniert. Auf jeden Fall will ich hier Interaktionen mit diesem Beitrag. Ich will Beitragsinteraktionen haben. Eine Beitragsinteraktion ist alles, was zum Beispiel damit zu tun hat, was in diesem Beitrag passiert. Also ein Video öffnen, ein Video anschauen, Video anklicken, Bild öffnen, gefällt mir klicken, kommentieren, teilen und so weiter. Also alles, was ich mit diesem Beitrag machen kann, ist eine Beitragsinteraktion. Dann schauen wir mal weiter mit der Zielgruppe. Bei der Zielgruppe ist es so, dass man zum Beispiel jetzt einstellen kann, und das sollte man wirklich erst so ab 2.000, 3.000, 4.000 Leute machen, zum Beispiel nur die Leute anzusprechen, die man auch wirklich ansprechen möchte, nämlich die eigenen Fans. Und diese Fans kann man entweder via Custom Audience machen mit den eigenen Fans, die muss man zuerst erstellen, oder eine Lookalike Audience, wo man zum Beispiel die Fans und deren Freunde noch hinzufügen kann. Und hier gibt es dann noch die Möglichkeit beim detaillierten Targeting noch die entsprechenden Interessen hinzuzufügen. Das kann man theoretisch auch noch machen, aber wer einen Beitrag bewirbt, der sollte dann halt auch die Reichweite ein bisschen größer machen. Und die Platzierung kann man zum einen bearbeiten. Wenn man jetzt zum Beispiel nur einen Beitrag auf Facebook veröffentlicht, gibt es zwei, drei Möglichkeiten, die man dann nur über Facebook entsprechend veröffentlichen kann, beziehungsweise auch dort nur Interaktion generiert, und das findet ihr dann in den Einstellungen und so weiter. Beim Budget würde ich sagen, da machen wir einen Laufzeitbudget, und dieses Budget würde ich dann zum Beispiel sagen, ich würde hier wirklich nicht mehr als so zwischen 10 und 30 Euro oder Franken eingeben und dann das so ein bis zwei Tage, der motzt jetzt hier natürlich, weil 10 Franken auf zwei Tage oder beziehungsweise 30 Tage verteilt ist natürlich ein bisschen wenig. Dann haben wir hier die Zeit eingestellt. Das läuft jetzt also gute 2,5-3 Tage. Gehe auf Weiter und kann dann diesen Beitrag, den ich hier erstellt habe, über Beitrag auswählen. Achtung, wer mehrere Fanseiten verwaltet als Administrator, sollte hier dann wirklich auch die richtige Fanseite auswählen. Das ist bei mir nicht der Fall. Deswegen kann ich hier den Beitrag auswählen und habe rechts nun jetzt diesen Beitrag, den ich erstellt habe, drin. Zusätzlich könnte ich jetzt hier noch eine Call-to-Action-Information hinzufügen. Das heißt, ich könnte hingehen und sagen, okay, hol dir ein Angebot ein. Wir haben das jetzt zum Beispiel gemacht mit Jetzt einkaufen beim LKW-Treff. Da ging dann die URL direkt auf die entsprechende Ticketseite. Es gibt aber auch die Möglichkeit, eine Nachricht zu senden, wenn man zum Beispiel einen Chatbot im Hintergrund hat. Und dann kann man den Beitrag aktualisieren. Und wenn es dann funktioniert, dann haben wir hier noch die Nachricht senden Funktion unten rechts, und schon
hat man eine weitere Möglichkeit, dich dann entsprechend zu kontaktieren, nicht zu konsternieren. Die Richtlinien hier werden wir jetzt noch angezeigt. Ich habe das vorhin gerade schnell hinzugefügt bei mir, deswegen wird das jetzt hier so angezeigt. Man kann das Ganze aber bestätigen oder überprüfen. Überprüfen würde ich schon mal grundsätzlich machen, bevor man es bestätigt. Nicht, dass man dann hier irgendwo noch ein Problem hat, zum Beispiel ein Laufzeitbudget vielleicht hier mit 100 Franken oder 100 Euro statt 10 Euro sich ein bisschen vertippt hat. Und danach kann man das Ganze bestätigen. Und so ist dann natürlich dieser Beitrag beworben und es kann durchaus möglich sein, dass dann zwei, drei Beiträge unten dran dann eben die Reichweite, die organische Reichweite auch steigt, weil die Leute sich vielleicht interessieren, was gibt es denn da noch Spannenderes auf der Fanseite. Das also zum zweiten Tipp. Beim dritten Tipp ist es nicht so, dass man schon auch wieder direkt Reichweite generiert über die organische Reichweite, aber man sollte definitiv, weil Facebook schon seit Jahren beziehungsweise ja, mehreren Jahren mit Gruppen arbeitet und das jetzt letztes Jahr im, wann war das, ich glaube April, Mai angekündigt hat bei der F8, bei der hauseigenen Konferenz, dass sie gesagt haben, Gruppen und Stories werden gepusht. Das heißt, zum einen kannst du eine themenrelevante Gruppe machen, was aber nicht direkt zur Reichweite führt, sondern mach mehr Stories. Erzähle über die Story-Funktion von der Fanseite irgendetwas zu deinem Thema. Da kannst du auch ein Video veröffentlichen, da kannst du auch entsprechend Informationen rausgeben über kurze Teaser. Ich würde dir da empfehlen, so zwischen 10 und 15 Sekunden zu bleiben. Du kannst auch ein statisches Foto nehmen und dieses Foto dann mit ein paar Gimmicks und GIFs und so weiter, aber nicht zu viel, weniger ist mehr, ne? Das gilt dann immer noch, entsprechend veröffentlichen. Und dann hast du natürlich die Möglichkeit, mehr Reichweite zu generieren, weil die Leute, die dann die Story sehen, du kannst das übrigens hier über dieses Plus machen, eine Story erstellen auf dem Handy am besten. Hier im Beitrag geht es etwas schwieriger, weil hier wird es dann auch im Newsfeed gepostet, was man vielleicht nicht unbedingt will. Und so kann man die Reichweite auch ein bisschen erhöhen. Und zwar deswegen, weil du den Leuten Informationen abgibst, die sie interessieren könnte. Und wenn sie diese Informationen haben, dann sind sie vielleicht auch daran interessiert, auf der Fanseite etwas zu machen. Und das also zum nächsten Tipp. Mach eine Story, nebst dem, dass du natürlich auch eine Gruppe eröffnen solltest zum Thema. Und es gibt natürlich immer wieder mehr Informationen rund ums Thema der Gruppen, weil die ja jetzt auch gepusht werden. Und das generiert dann natürlich nicht nur Reichweite, sondern eben auch Relevanz. Und ich bin überzeugt, dass in Zukunft dann die Gruppen entsprechend besser angezeigt werden, auch in den Newsfeeds der einzelnen Personen. Und da bin ich schon mal gespannt, was Facebook da entsprechend noch weitergibt. Dann zum Tipp Nummer 4. Da geht es darum, wie das, was ich jetzt mache, gehe live. Also mach Live-Übertragungen. Und dann gibt es hier eine Möglichkeit, ich gehe mal kurz auf meine Fanseite, auf der anderen Seite, um dir das zu zeigen, dass du auch siehst, wie das funktioniert. Und zwar haben wir unter den Live-Videos, wenn du da drin bist, muss ich noch den Ton ausschalten, hast du hier die Möglichkeit natürlich deine Leute zu erreichen. Ihr seht jetzt hier, drei Personen sind im Moment aktiv, ne? Und wenn du hier auf diese Glocke gehst, auf dem Handy sind das die drei Punkte, die du da oben rechts siehst, und kannst dann die entsprechend hinzufügen. Und bei den Live-Video-Benachrichtigungen kannst du wirklich hingehen und sagen, hey, gib mir hier alle. So, und jetzt gehe ich mal wieder zurück. Ne? Ich habe hier das Screensharing drin. So, nochmal kurz. Also,
Du kannst über diese drei Striche und hier auch auf der entsprechenden Glocke zeigen, hey, ich möchte gerne Informationen bzw. benachrichtigt werden, wenn ich live gehe. Und das solltest du deinen Leuten auch immer wieder sagen, hey, wenn du Informationen von mir haben willst, wenn du auch entsprechend informiert werden möchtest, wenn ich live gehe, dann abonniere mich bitte. Und auf der Fanseite gibt es dazu auch einen Punkt, nämlich hier, du kannst zum einen Gefällt mir klicken auf der Fanseite, dann ist auch automatisch abonniert. Und wenn ich jetzt hier nochmal auf meine eigene Fanseite gehe, dann war hier abonniert und da ist es auch als erstes anzeigen, zum Beispiel, weil standardmäßig ist diese Standardeinstellung eingestellt. Und dann bekommt die Person auch eine Benachrichtigung. Und dann hast du hier noch die Möglichkeit, nee, das ist falsch, hier diese Einstellungen zu machen. Das war jetzt doppelt gemoppelt, ne? Da habe ich mich ein bisschen ablenken lassen. Aber das ist eine weitere Möglichkeit, wie du deine Fans dazu auffordern kannst, dass sie dir wirklich folgen. Und das tun sie vor allem dann, wenn du relevanten Content lieferst. Und damit wären wir eigentlich wieder beim Anfang meiner ganzen Ausführungen. Dieser relevante Content, der verfolgt einem natürlich immer und immer wieder. Und was man natürlich noch zusätzlich machen kann, ist zum Beispiel über die Fanseite eine Ad zu schalten, sprich ein bisschen Geld zu investieren, um die Reichweite zu erweitern, vielleicht auch mit einem kleinen Angebot oder so. Und dann solltest du eigentlich, egal worum es geht, egal wo du drin bist, überall deine Links verbreiten. Ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt hingehen und sagen, ich packe meine Links auch bei LinkedIn oder Xing rein, außer es ist wirklich dein erster Kanal. Nur hat es halt zum Thema Datenschutz und so weiter schon ein paar Probleme gegeben mit Facebook, weswegen natürlich auch dieses Problem entsprechend entstanden ist, dass die Leute von Facebook abgewandert sind zu LinkedIn oder Xing. Und das musst du dann selbst entscheiden. Ich würde es grundsätzlich nicht machen. Ich würde eher dann das Video abspeichern, was ich gemacht habe mit Live und dann entsprechend veröffentlichen. Das kannst du natürlich nur bei LinkedIn machen mit maximal 10 Minuten des Videos. Und so kannst du natürlich auch ein bisschen Reichweite generieren. Du hast natürlich eine Möglichkeit, über deinen Blog entsprechend die Links zu publizieren. Du kannst über den Blogbeitrag auch den Facebook-Beitrag einbinden. Aber Achtung, DSGVO, ne? Da musst du dich auch wieder an den Datenschutz handeln. Und das waren jetzt also so diese paar Tipps, die ich dir geben konnte. Nebst dem Live gibt es natürlich noch die andere Seite, nämlich das Video. Und Video wird schon seit mehreren Jahren eigentlich priorisiert von Facebook. Das heißt, besser mal ein kurzes Video machen, vielleicht auch von einem Podcast oder so. Das ist natürlich eine weitere Möglichkeit, um Reichweite zu generieren, die Leute dann aufzufordern, kommt auf meine Facebook-Fanseite. Du hast auch die Möglichkeit, und das habe ich vor kurzem gemacht, nämlich für Instagram ein Menü zu erstellen, weil da braucht man ja immer so ein Impressum. Und auf Instagram sieht das dann so aus, dass die Seite, gehe mal kurz auf Instagram, ah, jetzt habe ich mich hier nicht angemeldet, aber auf Instagram hast du dann so, dann sieht man es gleich. Hier die Möglichkeit, in deiner Bio drin einen Link zu hinterlegen. Und da ist auch, ich habe das extra so gemacht, weil klick mich, die Leute sollen draufklicken. Ne? Und dann kommen sie in mein Menü rein, was jetzt gerade ein bisschen komisch aussieht. Weil normal sieht das eigentlich so aus. Und dieses Menü, da kannst du natürlich hinlegen oder beziehungsweise hinzufügen, was du gerne möchtest. Das ist relativ einfach erstellbar. Es ist nicht kompliziert. Ich habe hier jetzt einfach eine WordPress-Installation von mir genommen
und mein eigenes Menü erstellt mit verschiedenen Buttons. Oben am besten dein Bild von dir selbst. Dann natürlich, wenn du hier drauf gehst, würde ich die Webseite hinterlegen, also die Hauptwebseite. Hier kannst du natürlich auch direkt schon, wenn das dein Hauptkanal ist, Facebook hinterlegen. Oder hier habe ich auch die Facebook-Gruppe, die Facebook-Fanseite, LinkedIn, meinen Blog zu den digitalen Produkten und so weiter. Wichtig ist auch Impressum und Datenschutz. Und da gibt es auch eine andere Möglichkeit, wie man das machen kann. Ich würde es aber empfehlen, über die eigene Fanseite bzw. über die eigene Webseite zu machen, weil das halt einfach besser regulierbar ist. Die Webseite gehört dir. Und das ist auch der Punkt, was ich grundsätzlich mal sagen würde, wenn du irgendwelche Links postest, dann nimm besser ein Video und pack in die Beiträge hinein, dass den entsprechenden Link, vielleicht auch mit einem Link kürzer, Bitly gibt es ja, go.gl gibt es ja leider nicht mehr, also gibt es schon noch, aber hat die Dienste eingestellt, aber Bitly gibt es natürlich immer noch und da hast du dann auch die Möglichkeit, zum Beispiel diese Sachen zu hinterlegen, ohne jetzt vielleicht deine eigene Domain zu nutzen. Und wenn du dann natürlich über Instagram hier Leute auf Facebook bringst, dann hast du automatisch auch ein bisschen mehr Reichweite generiert. So, das waren jetzt also meine Tipps rund ums Thema der organischen Reichweite. Teilweise ein bisschen Geld investieren, um die Reichweite ein bisschen zu pushen direkt. Einfach einen Beitrag, der eh schon gut läuft, noch ein bisschen zu pushen mit 10, 20, 30 Euro für 1, 2, 3 Tage. Mehr würde ich da nicht machen. Ich würde sogar sagen, maximal 2 Tage, je nach relevanten Content, je nach Inhalt, den du da drin hast. Dann natürlich relevanten Content liefern, live gehen, so wie ich das jetzt gemacht habe. Und eben entsprechend auch noch die Videos zu veröffentlichen. Die ziehen natürlich immer. Dann kannst du selbstverständlich auch überall deine Links zu dem Beitrag verstreuen. Auf anderen Netzwerken, zum Beispiel Twitter, bei Instagram kannst du da ein Bild machen und vielleicht in den Menüs drin auf deine Fanseite, wie ich es dir vorhin gezeigt habe, verweisen. Und dann generierst du auch wieder organische Reichweite und so kannst du das natürlich entsprechend erweitern. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen und fürs Zuhören natürlich auch und wünsche jetzt noch einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffentlich einen fulminanten Start, weil dieses Jahr bzw. nächstes Jahr geht es ja schon am 2. Januar wieder los bzw. bei mir dann am 6. bzw. 7. Januar, weil ich am 6. Januar schon wieder für einen Kunden unterwegs bin. Also dann tschüss, bis zum nächsten Mal.